Radek is the best. No, Chris is the best. Okay, they're both awesome. That's right. May the best win. Dauerhaft kostenlos in unseren Facebook-Gruppen mit der Anmeldung über VBET. Hohe Quoten, modernes Design, attraktive Promotions. Viel Spaß mit den XBET-Tipps. Und hier ist Ihr Gastgeber, Christian Custodian. Und das zum letzten Spieltag der Bundesliga-Hinrunde. Wahnsinn. Kleine englische Woche. Eigentlich wird man noch echt müde. Und ich freue mich sogar ein bisschen jetzt auf die Herbst- oder die Weihnachtspause. Und schön, dass auch du wieder dabei bist, Radek. Ja. Und es ist vor allem das letzte Spiel im Jahr 2018. Was für ein Drecksjahr. Ja, genau. Ich weiß nicht, wie es euch so ging. Also bei mir einfach nur zum Abhaken und ich bin froh, wenn es 2019 wird. Ich bin da ein bisschen optimistischer. Er hingegen dürfte 2018 gut in Erinnerung haben. Luka Jovic ist zu einem Top-Stürmer mit internationalem Format aufgestiegen. Ja, hat er auch verdient. Ja, und auch im letzten Spiel 2 Tore geschossen gegen Mainz. Los geht's mit dem Spitzenspiel zum Abschluss der Hinrunde. Dortmund gegen Gladbach. Ja, das Borussia-Duell. Also ich muss gestehen, letzter Spieltag war das erste Mal, dass ich mit relativ viel Einsatz auf Dortmund gegangen bin, weil ich fand, dass die Quote von X2 Value hatte, vor allem dann in Kombination mit dem Spiel von Bayern gegen Leipzig, da plus 2,5 auf Leipzig, war eigentlich eine fast Verdopplungsquote. Der Plan ging schief und deshalb hasse ich Dortmund eigentlich auch. Und ich finde es auch schade, dass die jetzt vielleicht wieder gegen ein Team spielen, wo ein Unentschieden am Ende noch rauskommen wird. Zwar hat Dortmund die letzten 11 von 12 Heimspielen gegen Gladbach gewonnen, aber ob das jetzt nochmal so kommt, bezweifle ich. Ich sehe hier ein 2:2 und der FC Bayern ist der lachende Dritte. Ja, die Bayern 6 Punkte nur noch hinter Dortmund. Ich habe nach dem Spiel vor lauter Überschwang gesagt, dass damit Bayern zum 7. Mal in Folge die Meisterschaft eigentlich einfährt. Denn man kann ja eine Krise haben, man kann ja auch mal verlieren gegen halbwegs gute Teams, die einen Lauf haben, wie Bayern das getan hat. Aber man kann als Tabellenführer nicht in Düsseldorf verlieren. Also, sorry. Und da Dortmund das macht, ist das für mich ein Zeichen, das sich schon lange angebahnt hat, dass es bei Dortmund irgendwann einen Einbruch gibt. Und der hat sich lang hinausgezögert, jetzt ist er da. Allerdings gegen Gladbach, ja, da werden sie zu Hause schon irgendwie einen Punkt holen. Deswegen sehe ich da auch ein Unentschieden 1-1. Ja, weiter geht's mit Leverkusen dem herrlichen gegen Hertha. Die Leverkusener haben sich ja jetzt mit einem Sieg gegen Schalke durchgesetzt, auf Gelsenkirchen, auf Schalke, und sind allgemein ja, ganz mühsam wieder ein bisschen aus dem Tabellenkeller herausgekrochen. Jetzt gegen die Hertha sind sie nach langem mal wieder leichter Favorit, auch wenn sie in der Tabelle noch auf Platz 10, 2 Plätze hinter der Hertha stehen. Aber in der Heimtabelle mit Luft nach oben, da sind die Leverkusener 13. Haben nicht viel gerissen heuer dieses Jahr auch zu Hause. Gegen Hertha reicht es aber dann, sage ich mal, zu einem 2:1 Heimsieg. Ja, du hast es ein bisschen angesprochen. Für den einen oder anderen war 2018 ein Drecksjahr, auf jeden Fall auch für Bayer Leverkusen. Also ich kann mich erinnern, dass die einen richtigen Shot hatten auf Tabellenplatz 2 im letzten Jahr, aber dann in der Rückrunde eigentlich komplett alles verspielt haben. Champions League, Vizemeisterschaft und was weiß ich. Jetzt haben sie Ende 2018 das ein oder andere Spiel tatsächlich überraschend gewonnen und ich glaube auch, dass sie gegen die Hertha 2:0 gewinnen. Mhm. Da sind wir uns ja mal wieder einig bei den ersten beiden Tipps. Nürnberg gegen Freiburg ist das nächste Duell. Ja, auf das Spiel, da habe ich auch nicht so den richtigen Hint sozusagen. Freiburg denkt man, dass die haben so viele Punkte geholt in der Hinrunde, dass sie eigentlich doch auch gegen schwache Teams punkten sollten. Haben sie in letzter Zeit nicht gemacht. Nürnberg halte ich jetzt auch gar nichts von. Das ist ein klassisches Unentschieden, bei dem ich aber tatsächlich mal auf einen Heimsieg tippe. 1:0. Oho, auf die Nürnberger. Nicht schlecht. Erste Mal in dieser Saison, dass ich auf einen Sieg von Nürnberg tippe. Das heißt wirklich, ich bin übermüdet. Ja, dann halten wir es kurz. Ich denke wirklich, das ist einfach ein 1-1 oder 0:0.
Und bei Leipzig gegen Bremen, das ist schon ein interessanteres Spiel. Wir haben es ja gesagt, die Leipziger in München mit einer Achterquote hatte mega Value, wenn man das mit Asian Handicap gespielt hat. Und ich habe mit Asian Handicap 1,5 auf Leipzig noch eine Zweierquote bekommen. Und das war eigentlich nie wirklich in Gefahr. Die haben gut gespielt. Zu Hause sind die Leipziger natürlich eine Macht und Bremen hat zurzeit nicht die Waffen, Leipzig daran irgendwie zu rütteln. Jetzt schwanke ich nur, ob es ein 3-0 oder ein 2-1 wird oder so, aber ich, also wenn man stringent vorgeht, sage ich, Leipzig gewinnt 3-0. Wenn man davon ausgeht, dass vor Weihnachten alle irgendwie verrückt spielen, wird es wahrscheinlich eher so ein 4-3 oder so. Aber ich tippe hier offiziell auf 3-0. Ja, Leipzig, also 1,5 war auf jeden Fall definitiv ein Value-Tipp. Ich bin ja 2,5, wie eingangs gesagt, draufgegangen, plus diese 1,35-Quote auf X oder Dortmund. Muss man erstmal schaffen, so eine Kombi nicht zu reißen. Leipzig ist eins von drei Mannschaften, die daheim noch kein Spiel verloren haben. Werder Bremen ist, wenn man jetzt die komplette Hinrunde nimmt, komplett im Soll. Hatten natürlich am Anfang einen sehr, sehr guten Lauf, wo sie sich ihre Punkte geholt haben und sind jetzt ziemlich genau da, wo sie vor der Saison wahrscheinlich auch hingehören oder wo man denkt, das wäre fair. Ich glaube, dass sie jetzt nochmal zum Abschluss ein Unentschieden holen. Leipzig hat jetzt in München sicherlich nicht schlecht gespielt, aber hier gibt es nochmal ein 2-2-Punkte-Teilung. Mhm. Obwohl Leipzig so eine gute Abwehr hat. Ja, krass, ne? Ja, echt krass. Stuttgart gegen Schalke. Schalke ist ja wohl die Enttäuschung schlechthin in dieser Saison bisher, wenn man jetzt die Hinrunde auch wieder gesamt zieht. Also ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen. Alle anderen Teams sind ungefähr da, wo sie hingehören. Gibt natürlich auch positive Überraschungen, aber Schalke gehört definitiv nicht dazu. Ich kann mir aber vorstellen, dass Tedesco auch ein bisschen Ruhe unterm Weihnachtsbaum hat, holt er nochmal einen Auswärtssieg. Stuttgart auch mit Weinziel eigentlich im Soll. Deshalb gibt es hier ein 1-2 und die beiden Mannschaften rücken noch mehr zusammen. Mhm. Also das sehe ich jetzt hier ein wenig anders. Schalke hat mich in der Saison oder in dem Jahr überhaupt, obwohl sie Vizemeister geworden sind, immer eigentlich enttäuscht. Jetzt auch wieder. Habe ich ihnen gegen Leverkusen zugetraut, dass sie nicht verlieren, aber dann verlieren sie sogar zu Hause gegen Leverkusen, die ja zurzeit auch keine Bäume ausreißen. Stuttgart hingegen hat ja, hilf mir auf die Sprünge, in Wolfsburg 2-0 verloren, aber zu Hause hat Weinziel gegen die Hertha gewonnen und gegen Augsburg. Mhm. Und ich denke, die werden sich gegen Schalke sicher nicht die Butter vom Brot nehmen lassen. Ob sie gewinnen, das ist die andere Sache. Aber Stuttgart hat eine Quote von 3,2 zu Hause. Und da sehe ich dann wiederum Value. Double Chance gibt 1,6. Unentschieden ohne Wette, also das heißt das Draw No Bet, auf Stuttgart gibt 2,2 und das werde ich als Wette anspielen. Und als Tipp würde ich dem VfB den Sieg sehr gönnen, aber ich denke, es wird einfach so ein 1-1 der hässlichsten Art. Ich habe mir so ein bisschen gerade gedacht, dass ich mit meinem Tipp auf Schalke vielleicht eine heftige Quote bekomme. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass offiziell Stuttgart Außenseiter ist. Aber 2,2 oder 3 auf Schalke oder so. Traurig. Wirklich. beim Spiel Hannover gegen Düsseldorf, oh Mann, da fällt mir echt wenig ein. Also die Düsseldorfer, vor denen muss man eigentlich alle Hüte ziehen, die man hat. Die haben gegen Bayern 3-3 gespielt in München. Die haben in Dortmund gewonnen. Also für mich, eigentlich gehört Düsseldorf da ganz nach oben in die Champions League. Aber die stehen halt auf Platz 15, auch irgendwo auch nicht zu Unrecht, weil sie auch viele schwächere Spiele hatten. Auch mal 7 Tore gegen Frankfurt kassiert haben. Jetzt in Hannover beim schlechtesten Heimteam nur 7 Punkte zu Hause geholt, Hannover, und Düsseldorf die zweitschlechteste Auswärtsmannschaft. Also da erwarte ich jetzt nicht viel. Deswegen auch hier das zweite 0-0 von mir und insgesamt das vierte Unentschieden an diesem Spieltag, in der Hoffnung,
dass es 2019 einfach besser wird. Ja, Aufbruchstimmung hört sich so ein bisschen anders an. Auf jeden Fall Hannover auch wiederum gehört zu den Enttäuschungen oder hatten zumindest nicht die Erwartungen erfüllt. Ich habe so oft auf Hannover getippt, also mache ich das jetzt einfach nochmal 2-0 auf die 96er. Mhm. Übrigens, das letzte Mal hat Düsseldorf vor 20 Jahren in Hannover gewonnen. Ja, gut, haben sie halt auch schon lange nicht mehr gegeneinander gespielt wahrscheinlich, oder? Ja, aber Geschichte wiederholt sich. Wir haben das letzte oder diesen Dienstag bei, oder haben sie Mittwoch gespielt, bei Düsseldorf-Dortmund gesehen. Gegen keine andere Bundesliga-Mannschaft hat Düsseldorf öfter gewonnen, als gegen Dortmund. Lieblingsgegner. Ja, genau. Dann Frankfurt gegen Bayern mit Luka Jovic und vor allem Niko Kovac an alter Wirkungsstätte, auch wenn das Logo gerade nicht so richtig ist. So schnell geht das. Und jetzt deine 30 Sekunden. Ich bleibe Enttäuschungen treu. Ich bin ja enttäuscht, wenn Dortmund jetzt nur noch nach dem Spieltag eventuell 4 Punkte oder nur 3 Punkte Vorsprung hat. Ich sitze tatsächlich nicht als Favorit gegen Gladbach, aber das lässt mich dazu verleiten, jetzt den Frankfurtern ein bisschen Credit zu geben. Ich sage die Mauern und ich sage die Bayern sind zu arrogant, 0-0. Die Arroganzphase haben die, glaube ich, schon hinter sich. Die werden vor Weihnachten nochmal Vollgas geben, denke ich, um nicht dieses Jahr irgendwie richtig schlecht abzuschließen, denn sie haben ja schon alles dafür getan, dass es richtig schlecht wird und sich mehr oder weniger aus der Krise gearbeitet. Und vielleicht ist die Rückkehr von Coman so ein bisschen auch ein, du hast schon gesagt, eine Aufbruchsstimmung. Und in Frankfurt, schätze ich, werden die Bayern gewinnen. Ich denke, beide treffen und mehr als 2,5 Tore. Am Ende aber 2-1 für die Bayern. Denn die Frankfurter Abwehr macht mir halt nicht so den besten Eindruck. Gut, die Bayern-Abwehr auch nicht. Vielleicht kann ich noch meinen Tipp vielleicht auf 3-2 ändern. Dass wir hier ein paar Tore sehen, halte ich für realistisch. Ja, wobei gegen Leipzig haben sie ja gut verteidigt, die Bayern. Ja. Augsburg, Mann, also die hochgeflogen und dann schnell wieder gefallen. Also das Spiel gegen Dortmund war so mehr oder weniger der Knackpunkt der Augsburger. Wenn sie das gewonnen hätten, wären sie wahrscheinlich auf einer Welle der Euphorie gesurft. So ging es dann sukzessive bergab und jetzt sind die Augsburger kurz vor Weihnachten, stehen sie so schlecht da wie seit langem nicht mehr. Und auf Platz 17 in der Heimtabelle. Und dann kommt mit Wolfsburg die viertbeste Auswärtsmannschaft. Das wäre eigentlich eine klare Sache. Aber ich traue den Wölfen immer noch nicht so richtig über den Weg. Deswegen ist es für mich ein 2-2 in der Hoffnung, dass Alfred Finn Bogason und der Gregal wieder mal zuschlagen. Bist du im Stadion? Ja, Augsburg könnte das eins der Teams sein, die sich selber wahrscheinlich nicht um den Abstieg haben spielen sehen und dann vielleicht irgendwo den Zug verpasst haben könnten, indem sie ihre Spielweise nicht angepasst haben. Ich hoffe es nicht, weil sie sind ja ein sympathischer Club. Mein Gott, ich muss mir das Spiel am Sonntag tatsächlich live reinziehen. Arme Sau. Ja, ich hoffe, dass es nicht zu kalt wird und ich hoffe auf viele Tore. Und letztes Mal war ich für Werder, als ich da war. Natürlich als Bremen-Fan. Für die Wölfe bin ich nicht wirklich. Das heißt, es ist ein Sympathie 2-1 Tipp auf den FCA. Mhm. Und dann zum Abschluss haben wir noch eine Partie mit Hoffenheim gegen Mainz. Interessante Statistik. Julian Nagelsmann hat noch nie gegen Mainz verloren, aber Hoffenheim hat nur 1 der letzten 11 Spiele gegen Mainz gewonnen. Was sagt uns das? Ja, entweder ist Nagelsmann noch nicht lange da und oder es gab haufenweise Unentschieden. 1-1. Ich würde auch gerne mehr sagen. Ich habe mit meinem Tipp so gnadenlos dich sprachlos gemacht. Ja. Da muss Hoffenheim zum Abschluss der Hinrunde nochmal punkten. Sie sind jetzt auf Platz 7 auch wahrscheinlich schlechter, als sie sich das selber vorstellen, denn Nagelsmann hat ja eigentlich so
ein Abo auf internationale Plätze. Jetzt ist er hinter Wolfsburg, hinter Frankfurt, die da bestimmt nicht vor ihm hingehören, auch aus meiner Sicht. Und die Mainzer auf Platz 11 sind eh Overachiever, haben mehr erreicht, als man ihnen vielleicht, oder ich ihnen auch zugetraut habe. Deswegen glaube ich, zum Abschluss gibt es nochmal eine 3:1 Packung für Mainz von Hoffenheim. Und damit geh mal ein bisschen zur Seite, damit die Leute auch die Ergebnisse sehen. Das andere links. Ja, genau. Damit hier alles schön auf einen Blick ist. Am letzten Spieltag hattest du ja 4 richtig, davon 2 Unentschieden richtig getippt. Wahrscheinlich haben wir deswegen hier 5 Unentschieden rausgepickt und mir das angeschaut, wie man Unentschieden trifft. Aber ja, das sind die Tipps und von daher machen wir vielleicht noch eine Jahresabschlusssendung mit dem Jahresrückblick und wünschen euch ein gutes Wochenende. Ganz genau, und dann mit ein bisschen mehr Euphorie. Schadet auf jeden Fall nicht. Ich glaube, wir freuen uns jetzt beide, dass die Bundesliga-Hinrunde vorbei sind und wir machen auch mit einem etwas neuen und anderen Format weiter. Und danke fürs Zuschauen. Trotzdem Daumen nochmal nach oben, egal ob ihr enttäuscht seid oder nicht. Und dann bis spätestens 2019 mit Fußball-Bundesliga. Davor geht bestimmt nochmal das ein oder andere Basketball-NHL oder Jahresrückblick-Video. Wer weiß. Bis dann. Radek is the best. No, Chris is the best. Okay, they're both awesome. That's right. May the best win. Dauerhaft kostenlos in unseren Facebook-Gruppen mit der Anmeldung über VBET.